Ich habe die Reimplementierung eines Arduino Uno erhalten, um über diese Platine ein Video zu erstellen. Diese Reimplementierung kommt dabei nicht aus dem ganz fernen Osten, sondern wurde mir direkt von der Arduino-Zentrale aus zugesendet. Den ursprünglich von mir in ironischer Weise benutzten Begriff Klon darf ich aus rechtlichen Gründen im Zusammenhang mit Original-Arduino-Hardware in diesem Video nicht verwenden. Die genaue Bezeichnung lautet Arduino Uno R4 Minima. Wie bei Reimplementierungen üblich, ist die Kopie äußerlich sehr stark an das Original angelehnt. Das betrifft im Wesentlichen die Anordnung der Pins auf der Platine, die schon für viel Diskussionsstoff gesorgt hat, weil nicht so wirklich passend zu dem Standard-Platinenraster. Reset-Taster und Buchse für den Stromanschluss sind an gleicher Stelle verlötet wie beim Original. Gleiches gilt für die USB-Buchse, die allerdings deutlich kleiner ausfällt, weil es sich um eine modernere USB-C-Schnittstelle handelt. Alles in allem können Computermuggels das Original von der Reimplementierung nur schlecht unterscheiden. Eine böse Überraschung steckt allerdings in den Innereien der Reimplementierung, denn diese sind absolut nicht kompatibel zu dem Original. Während beim Original seit Beginn der Zeitrechnung ein ATmega-Chip verbaut ist, handelt es sich bei der Reimplementierung um einen Renesas-Mikrocontroller. Nun habe ich diese Reimplementierung nicht aus einer dubiosen Quelle im Darknet zu einem unschlagbar günstigen Preis bezogen, sondern direkt vom Hersteller des Originals zugesendet bekommen. Warum also wird mir hier ein Fake Uno untergejubelt? Seitens Arduino bekomme ich ständig versichert, der R4 sei ein echter Uno, nur in besser und schneller, denn die Fangemeinde will schneller und einfach immer mehr von allem. Ich bin ein großer Fan des Uno, gerade wegen seiner relativ einfachen, hervorragend dokumentierten Architektur. Bei dem Ding steckt der Mehrwert in dem weniger. Aber gut, spielen wir das Spiel mit und installieren die für den R4 benötigte Software. Das geht über die Arduino IDE wie gewohnt. Nach Eingabe der Quelle für das Board. Können die entsprechenden Pakete ausgewählt und schließlich installiert werden. Der Uno R4 kann jetzt über das Menü ausgewählt werden. Menschen, die immer wieder behaupten, der originale Uno sei ein schwachbrüstiger Mikrocontroller, verweise ich gerne auf die Tatsache, dass dieser immerhin CNC-Maschinen sehr präzise und in Echtzeit ansteuern kann. Die Software, welche das bewerkstelligt, heißt Gabel, ist Open Source und auf dem Original Uno, selbst mit meinem altersschwachen Laptop, recht schnell kompiliert und hochgeladen. Also stöpseln wir die neue, angeblich bessere Uno-Reimplementierung ein und installieren Gabel auch auf diese. Ups, klappt nicht, der Compiler meldet Fehler und bricht das Vorhaben ab. Die Arduino-Werbeabteilung hat mir aber versichert, dass so gut wie alles, was auf dem Original läuft, auch auf der Reimplementierung laufen wird. Nun gut,
Gabel ist halt das kleine Prozent, das nicht läuft. Ist ja auch für UNO-Verhältnisse eine reichlich umfangreiche Software, die so ziemlich alles aus dem ATmega herausholt. Also verbinden wir einfach mal 8 LEDs mit den GPIOs und zeigen mit ein paar ganz wenigen Codezeilen, wie im Dualsystem von 0 bis 255 gezählt wird. Klappt am Original wie gewünscht. Die Reimplementierung bricht aber erneut mit einer Fehlermeldung ab und das bei einem wirklich nicht komplizierten Programmchen. Ein Blick ins Datenblatt zeigt recht schnell, dass die andere Architektur und Pin-Zuordnung des verbauten Mikrocontrollers die Ursache ist. Rein von der Hardware kann das nicht 1:1 klappen. Ganz ehrlich, die Reimplementierung soll total kompatibel sein, kann aber nicht mal 8 lumpige LEDs so blinken lassen, wie das Original das kann. Sicher ist es möglich, den Compiler entsprechend anzupassen, dass dieses Beispiel auch auf der Reimplementierung läuft, aber das ist Betrug am Studenten, denn es wird ein 8-Bit-Port programmiert, den es auf der Reimplementierung so überhaupt nicht gibt. Ich wette, die Softwareabteilung von Arduino hat sich schon mehr als einmal übergeben, nur weil die Marketingabteilung das Ding dem Kunden als Arduino Uno unterjubeln will und dafür im Hintergrund so einige extra If-Statements implementiert werden müssen. Übergeben werden sich auch viele unentgeltlich arbeitende Menschen der Community, die jetzt noch mehr Anfängerfragen vom Schlage "Es klappt nicht" beantworten müssen. Einfach weil Uno auf einmal nicht mehr gleich Uno ist. Liebe Arduino-Marketing-Leute, warum um alles in der Welt wollt ihr das Ding Uno nennen? Das ist es einfach nicht. Wenn ihr meint, der Markt warte auf mehr Leistung im Arduino Uno Formfaktor, dann ist es völlig in Ordnung, diesen Markt zu bedienen. Aber stiftet nicht unnötig Verwirrung, indem ihr das Ding als Uno deklariert. Ihr habt doch bereits reichlich leistungsstärkere Platinen als den Uno im Angebot und immer wenn ihr einen anderen Typ Mikrocontroller verbaut habt, hat das Ding einen völlig anderen Namen bekommen. Warum weicht ihr von diesem sinnvollen System ab? Es ist ja nicht so, dass der originale Uno in Version R3 mit dem ATmega 328P Mikrocontroller abgesetzt wird. Zumindest habe ich von euch versprochen bekommen, dass das nicht der Fall sein wird. Uno bedeutet Erster und für Lehrer und Studenten ist diese Plattform nach wie vor ein idealer Einstieg in die Materie Mikrocontroller. Wer den ATmega 328P bis hinunter zu Registern, Timern und Ports verstanden hat, wird wenig Probleme haben, das auf komplexere Systeme zu übertragen. Der originale Uno ist einzigartig gut dokumentiert und gerade wegen seiner Einfachheit fest in der Community verankert. Durch einen komplexeren Mikrocontroller und schlecht implementierbare Fake-Kompatibilität zum Original wird der Uno in der Version R4 nach meinem Empfinden definitiv nicht verbessert. Im Gegenteil, ihr sägt an dem Stuhl, den das Original in der Lehre und der Community erfolgreich besetzt. Liebe Arduino-Marketing-Abteilung, nennt dieses Ding nicht Uno. Wer mir bis hierher immer noch zuhört, hinterlasst Kommentare, wie ihr dazu steht. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald.